Ich habe gewechselt von meinem iPhone 14 Pro zu einem 600 € iPhone und ja, für mich war es ein Upgrade. Es hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein, ein iPhone für rund 600 € und das mit eigentlich dem gleichen Prozessor wie im neuen iPhone 14, einer der besten Smartphone-Kameras überhaupt und einem einzigartigen Feature. Ihr habt immer noch keine Ahnung, wovon ich rede, kein Problem, ich erkläre es euch, aber Achtung, wer bis zum Ende dran bleibt, könnte seine Smartphone-Wahl am Ende doch nochmal hinterfragen. Jetzt geht's los. Auch wenn man das gefühlt nach jeder iPhone-Keynote hört, aber nach der iPhone 14-Keynote waren sich eigentlich alle einig. Seltenst hat ein Upgrade von einem Vorgängermodell so wenig Sinn gemacht wie vom 13er zum 14er. Und dann ist es sogar noch teurer geworden. Gut für die Verbraucher, denn so wird das iPhone 13 durch seinen natürlichen Preisfall jetzt noch attraktiver. Aber um das iPhone 13 geht's hier gar nicht. Es geht um das hier, das iPhone 13 Mini. Und bevor ihr euch jetzt ausklingt, wartet ab, denn das ist meiner Meinung nach der beste iPhone-Deal, den man aktuell machen kann. Und ich glaube, mit meiner Meinung bin ich nicht alleine. In der iPhone-Geschichte gab es nur zwei Mini-Modelle, das iPhone 12 Mini und das iPhone 13 Mini. Zum Glück wurden mit dem iPhone 13 Mini die wichtigsten Kritikpunkte verbessert. Das 13 Mini hält akkutechnisch jetzt endlich länger durch, ist mit 800 typischen Nits nochmals heller, bringt, wenn es euch interessiert, den Kino-Modus mit und hat den neuen A15-Prozessor verbaut. Auf den setzt auch das iPhone 14, nur das iPhone 14 Pro kommt mit dem ganzen neuen A16. Also das eindeutig bessere Mini ist das iPhone 13 Mini. Allerdings wird es das wohl auch für immer gewesen sein. Okay, für immer, das sind starke Worte, aber das iPhone 14 kam schon nicht mehr als Mini-Modell und auch für das 15er gibt es keinerlei Gerüchte. Die Gründe dafür waren wohl die schlechten Verkaufszahlen vom Mini. Gefühlt erst jetzt erlebt das Mini bei vielen ein Comeback. Ich glaube, dass zwei Gerätegenerationen bei Mini einfach nicht ausgereicht haben, um Kunden das Vertrauen in ein kleineres Display schenken zu können. Dabei haben uns 5,4 Zoll in der Vergangenheit auch locker ausgereicht. Wir haben uns einfach an diese fetten Riesendisplays gewöhnt. Das heißgeliebte iPhone X hatte auch nur 5,8 Zoll und das iPhone 8 sogar nur 4,7 Zoll. Aber der Name Mini bezieht sich nicht nur aufs Display, sondern natürlich aufs Gesamtpaket und das ist eben im Vergleich zu den aktuellen Max-Modellen deutlich kleiner. Aber das wird mir zu oft als Downgrade verstanden und deswegen möchte ich euch heute sagen, warum ich das 13 Mini so genial finde und es euch wärmstens empfehlen würde. Da ich nie ein Mini genutzt habe, war mir gar nicht klar, wie angenehm die kompakte Größe wirklich ist. Es sitzt so unauffällig in der Tasche, aber auch in der Hand ist es mal wieder ein ganz neues Gefühl, an fast jedes Icon nur mit dem Daumen dran zu kommen. Ich meine klar, zum Tippen nehme ich immer noch beide Hände, aber zum Checken von Mails, vom Wetter, von WhatsApp-Nachrichten ist es einfach super praktisch. Und man muss sagen, schwere Riesensmartphones haben uns doch wirklich genug Ärger gemacht, oder? Denn genau diese Haltung verursacht bei uns eine Delle im kleinen Finger. Und ja, sowohl ich als auch viele andere Leute im Netz berichten vom gleichen Schönheitsmakel, der sich über die Zeit eben abgesetzt hat. Checkt's mal bei euch. Für mich ist das kleine Display also auf jeden Fall ein Upgrade. Lediglich Menschen, die wirklich viele Filme oder ausschließlich YouTube auf dem Smartphone gucken, würde ich dann doch ein größeres Display empfehlen. Aber ich hatte vor allem Angst, dass, keine Ahnung, Social Media wie Twitter oder TikTok, Instagram nicht mehr so viel Spaß macht auf dem 13 Mini. Ich muss aber sagen, ist überhaupt kein Problem. Was die Performance des 13 Mini angeht, steht es dem iPhone 14 nicht nur gefühlt in nichts nach. Es setzt auch auf den gleichen A15-Prozessor, auch wenn der im Mini lediglich mit 4 statt 5 Grafikkernen ausgestattet ist. Im Alltag merkt ihr davon aber so wenig, als wenn im Wald ein Affe in die Büsche scheißt. Alle aktuellen Anwendungen laufen völlig problemlos und in keinster Weise schlechter als beim iPhone 14. Die wichtigste Frage vor einem Wechsel aber ist, kann die Kamera des 13 Mini mithalten? Denn die ist im 14 und 14 Pro zumindest auf dem Papier besser. Die Blende ist mit 1,5 statt 1,6 nun etwas lichtstärker, was für bessere Bilder bei Dunkelheit sorgen soll. Und neben der gewachsenen Pixelgröße ist im 14er ja auch endlich der Autofokus für die Frontkamera dazugekommen. Aber ihr kennt uns ja, mit Datenblättern kann man uns nicht so wirklich beeindrucken und deswegen habe ich hier nochmal einen Fotovergleich gemacht. Und beim Auswerten der Bilder ging es mir gegebenenfalls wie euch in diesem Moment, denn wirkliche Unterschiede lassen sich bei den Fotos nicht ausmachen. Fotos am Tag unterscheiden sich quasi gar nicht, selbst im Vergleich zum iPhone 14 Pro. Das liegt natürlich daran, dass die verbaute Technik quasi identisch ist. Ich möchte euch nur mal vor Augen führen, dass es hier ein 600 € iPhone schafft, quasi die gleichen Fotos zu schießen wie die teuersten iPhone-Modelle, die immer noch mindestens doppelt so viel kosten. Auch hier im Porträtmodus sehen alle Bilder top aus. Das gilt für Objekte wie für Menschen. Musik
Auch Bilder mit starkem Gegenlicht meistern alle drei Modelle. Auf dem Papier ist die Blende im iPhone 14 nun ein Müh offener geworden. Das soll sich vor allem bei schlechten Lichtbedingungen und bei Nacht bemerkbar machen. Bemerkt habe ich aber nur, dass bei JP mal wieder die Fenster geputzt werden sollten. Ansonsten sind die Bilder auch hier nahezu identisch. Selbst die Nacht-Selfies sehen iPhone-typisch auf allen Geräten gleich beschissen aus. Das ändert auch ein Autofokus in der Selfie-Cam beim iPhone 14 Pro nicht mehr. Wie sieht's aus mit Bildern mit sehr wenig Umgebungslicht? Auch hier ziehen sich alle iPhones noch so viel Licht aus der Umgebung, dass man meinen könnte, sie stehen quasi direkt unter einer Lichtquelle. Das iPhone 13 Mini muss wie jedes andere Nicht-Pro-Modell auf eine Telelinse verzichten. Damit komme ich jedoch zurecht, auch wenn sie natürlich das i-Tüpfelchen wäre. Ansonsten wäre es müßig, ernsthaft darüber zu diskutieren, welches iPhone nun hier wirklich die besseren Bilder schießt. Wir haben also schon ganz schön viel auf der Pro-Seite des 13 Mini. Deswegen müsst ihr jetzt stark sein, denn jede Medaille hat zwei Seiten. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und was dem einen seine Eule ist, ist dem anderen seine Nachtigall. Was? Kurzum, der größte Nachteil im iPhone 13 Mini ist noch immer der Akku. 2438 mAh sind einfach zu wenig, um wirklich sicher durch einen Tag zu kommen. Für mich jetzt nie so mega wichtig in einem Smartphone ist ein 120 Hz Display. Gibt's auch im 13 Mini nicht, ist dem Pro Modell vorbehalten. Hier müsst ihr also mit 60 Hz auskommen. Wenn es um die Selfie Cam beim 13 Mini geht, dann müsst ihr leider auch auf einen Autofokus verzichten. Den gibt's leider nicht. Ist aber vielleicht eher für Streamer interessant. Hatten wir jetzt auch bisher sonst nie in einem iPhone. Also von daher stört mich das jetzt nicht. Und ja, dann würde ich sagen, ist eigentlich nur noch die fehlende Telelinse zu erwähnen. Und wenn euch die auch nicht stört, habt das eigentlich überstanden. Denn viel mehr Nachteile sehe ich in dem Gerät eigentlich nicht. Eins steht fest, den Mini-Modellen der iPhones habe ich bisher zu wenig Beachtung geschenkt und erst jetzt verstanden, wie viel besser mir die kompakten Abmessungen gefallen. Das Display selbst ist gar nicht so klein, wie man denken mag und reicht für fast alle Anwendungen aus. Wie gesagt, wer viele Filme und YouTube ausschließlich auf dem Smartphone guckt, der braucht ein größeres Display, genauso wie Leute, die ihr Smartphone sehr intensiv nutzen, denn dann wird euch auch hier der Akku wahrscheinlich nicht ausreichen. Die Kamera ist auf einem ähnlichen Niveau wie das iPhone 14 und somit mit das Beste, was ihr auf dem Smartphone-Markt finden könnt. Das gilt ebenso für die Performance und den A15-Prozessor. Was Updates angeht auf dem 13 Mini, bekommt ihr die wahrscheinlich auch noch die nächsten 4, wenn nicht sogar 5 Jahre. Was das Display angeht, das ist ebenso top und bietet mit einer Pixeldichte von 476 ppi die höchste aller iPhones. Wer mit seinem iPhone wirklich interagiert, also es wirklich bedienen muss und dabei nicht nur Inhalte konsumiert, dem kommen die kleineren Abmaße meiner Meinung nach gut entgegen. Vergessen darf man nicht, dass wir jahrelang viel kleinere Displays gewohnt waren. Solange es das iPhone 13 Mini also noch zu kaufen gibt, und das tut es, für einen wirklich guten Preis sogar, lege ich es euch wärmstens ans Herz, zumindest wenn ihr keine Riesenpranken habt. Mich würde jetzt interessieren, ob ich euch dieses kleine Smartphone doch schmackhaft machen konnte. Und dann würde ich sagen, abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.